herzlich willkommen. Nimm deine Emotionen bejahend an. Wir als Sänger interpretieren Emotionen, Gefühle wie Freude, Traurigkeit, Enthusiasmus, Enttäuschung und Wut. Und wenn wir in unserem Alltag unsere eigenen Gefühle verdrängen, wir können nie authentisch, locker ein Gefühl mit der Musik darbieten. Wenn du im Alltag traurig bist oder wütend bist oder eifersüchtig bist, akzeptiere das, nimm an, statt zu verdrängen. Mit dem wirst du die sogenannte Verspannung, die Ängste weg. Diese Akzeptieren, das bewusst zu werden von dem, was ist, das zu akzeptieren, bringt dich zu Authentizität, sowohl in deinem alltäglichen Leben, als auch in deine musikalische Interpretation. Die Menschen werden spüren, dass du echt spürst, was du spürst. Und das heißt nicht, wenn du es wütend bist, musst du jemanden anschreien oder danach handeln, aber nimm deine Emotionen bejahend an und verdränge sie nicht. Werde bewusst, dass es momentan so ist, wie es ist. Spüre deinen Schmerz und es verdammt sich. Es wird langsam weggehen. Wenn du etwas annimmst, der geht weg. Wenn du etwas verdrängst, das wird immer da bleiben. Und weißt du nicht, warum du plötzlich verspannt bist im Körper und in der Seele. So, das Annehmen bringt dich zu Freiheit, zu Harmonie, zu Lockerheit. Das wird man hören, wenn du singst, bestimmt. Auch wenn du im Alltag mit anderen Menschen zu tun hast, man merkt, ob dieser Mensch zu sich selber Ja gesagt hat, zu den eigenen Emotionen Ja gesagt hat oder lebt in einem falschen Schauspiel. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, bitte macht ein Like und abonniert meinen Kanal und bis bald. Tschüss.